Nachtrag. Zu dem Video des neuen britischen Premiers und vor allen Dingen zu dem Phänomen der Frau hinter ihm. Es spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle, ob diese Frau hinter ihm, und ich beziehe mich jetzt auf ein Foto, was man ganz einfach, wenn man den Namen eingibt und dann auf Bilder klickt auf Google, findet man das ganz leicht. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob diese Frau seine Ehefrau ist, was ich zunächst mal einfach in dem ersten Video so gesagt habe. Unabhängig davon, dass ich, als ich das Bild sah, auch nicht 100% sicher war, ob das wirklich seine Ehefrau ist. Aber, wir sprechen hier von einem Mond-Mars-Pluto im Sinne einer Opposition. Und das bedeutet zunächst mal, dass in jedem Falle eine ganz, ganz, ganz starke Projektion, die ohnehin bei Männern im Sinne ihres Mondes, also im Sinne des Gegengeschlechtlichen, immer vorhanden ist, dass hier eine ganz starke Projektion, eine ganz starke Projektion stattfindet. Im Sinne von Mond, Mars, Pluto. Und der Umstand, dass diese Frau auf dem entsprechenden Foto nicht klärbar seine Ehefrau sein kann, beziehungsweise eben vielleicht einfach auch nur eine Mitarbeiterin, das spielt aber keine Rolle, weil es ist auf jeden Fall eine Frau, die im Leben dieses Mannes eine Rolle spielt. Und wenn ihr mich nach meinem Eindruck für dieses Foto fragt, dann würde ich sagen, das kommt mir persönlich so vor, aber das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir, allerdings immer basierend auf dem Geburtsbild, dass diese Frau, die wirklich einen fürchterlichen Gesichtsausdruck an sich hat, zu ihm gesagt hat, so mein Junge, raus jetzt, raus, zeig dich, smile und mach deinen Job. Und sie dann dahinter in ihren Gedanken versunken, ihr Ding durchzieht. Der Mann wird sich sowieso nicht lange halten. Davon ist auszugehen, unabhängig davon, dass der natürlich installiert ist, von höheren Mächten. Aber ich habe jetzt hier mein Video, wenn ihr das seht, auch was die Beleuchtung angeht, so gewählt, dass ich ja einen ganz großen Schatten im Hintergrund habe. Und das ist das, was mit Mond Pluto in Verbindung steht. Hier in diesem Fall. Mehr braucht es dafür jetzt im Moment nicht. Alles Gute euch.